Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Im letzten Part haben wir die ekligen, fiesen Finsterzeit-Tentakel am Leuchtturm zerstören können und damit strahlt jetzt wieder die Sonne hier am Strahlestrand. Yay! Und alles ist wieder hell und schön. Augie freut sich bestimmt auch darüber. Stimmt's, Augie? Und nun ist wieder alles gut. Vorerst. Hey, ich möchte, dass ihr wisst, dass ihr euch bei dieser Geschichte mit Missiera zu 100% auf mich verlassen könnt. Wow, danke, Augie. Das ist sehr... Party! Sobald dieses 6-Tage-Wochenende vorbei ist, ich brauche dringend etwas Augie-Zeit, um Stress abzubauen. Welchen Stress, bitte? So, und wir könnten damit jetzt zum nächsten Planeten reisen, zu Welt 2. Das will ich aber erst im nächsten Part machen, denn... Oder vielleicht sogar am übernächsten erst, je nachdem. Denn wir haben noch hier ein bisschen was zu tun, da wir noch jetzt, da wir eben wieder hier die Sonne hergestellt haben, einiges Neues machen können, hier am Strahlestrand. Ich muss immer noch einen Bob umtöten, genau, für eine Mission. Ich habe nämlich bisher nur 2 getötet auf der Overworld und hier ist der 3. Den besiege ich auch noch kurz, der hat Level 3 oder 4 oder sowas. Ich bin Level 9 mittlerweile, also ja, werde ich hinkriegen. Und dann kriegen wir einen weiteren Planetenstein. Ja, wie zu erwarten war, war das jetzt nicht so schwer. Gibt auch nur 20 EP, nicht wirklich viele. Okay, aber wir haben dadurch eine weitere Quest erfüllt, da wir jetzt den 3. zerstört haben. Mhm. Und kriegen deswegen hoffentlich, ja, eine weitere Planetenmünze. Nice. Gut, genau. Dann eine andere Sache, die ich noch machen will. Geh mal weg. Okay, ich meine, hier ist auch noch ein Kampf. Stufe 9. Den könnte ich jetzt auch machen. Ich will aber eigentlich noch eine andere Sache zuvor machen. Und zwar hier mit der Kanone. Los. So. Das haben wir nämlich schon mal gemacht, uns hier hinschießen zu lassen. Glaube ich. Genau, und hier war dann eben so ein Stein, wo ich halt dachte, dass ich den irgendwo einfügen muss. Aber nee, ich weiß mittlerweile eben durch euch und habe ich im letzten Part, der hat glaube ich auch gemacht oder im vorletzten oder so, dass das ein Stein ist, den ich auf die Augen werfen kann. Deswegen kommt man auch genau hier wieder raus und dadurch komme ich dann halt an neue Orte. So, und los. Zack. Mhm, genau. Da ist noch ein Bob-Omb, aber den ignoriere ich jetzt mal, wenn es geht. Und... Ah, da hinten ist noch was. Okay, hier ist die Belohnung. Mhm. Okay, gut. Ah, sogar auch eine Planetenmünze. Nice. Und noch ein paar Sternteile. Okay, ja. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay. Ich dürfte wirklich bald so viele haben, dass ich sogar dann den ganzen Shop schon leer kaufen kann. Das wäre auf jeden Fall nice. Okay, dann machen wir jetzt mal diesen Kampf hier, würde ich sagen. Atoll der Finsterzeit. Stufe 9. Ist ja auch genau mein Level. Dann können wir das probieren. Okay, das wird dann vielleicht gar nicht so einfach. Das machen wir auch gemeinsam. Aber wir kriegen das schon hin. Lange Ladezeit, das heißt eine große Map mit vielen Gegnern. Hilfe. Na, das geht. Nicht so groß. Erreiche den Bereich. Da hinten. Okay, neue Gegner sogar. Aber das ist ja gar kein weiter Weg. Das schaffe ich doch im ersten Zug. Oder nicht? Mal ernsthaft? Wenn ich da auch noch fliegen und so komme? Ja, nicht im ersten, aber im zweiten Zug spätestens schaffe ich das doch locker. Okay, es kommen auch nur diese Gegnerart vor, aber halt gleich 5-mal oder so. So, was können die? Äußerst agil mit einem... Achso, nee, Sniper ist es wieder. Kenne ich doch schon. Okay, genau, genau. Okay. Ich meine, das ist sehr, sehr interessant, weil... Weil ich meine, ich hätte ja auch theoretisch die Möglichkeit, mich jedes Mal vor jedem Kampf wieder umzuskillen. Ich bin ja bisher quasi immer nur auf Offensive gegangen. Oder hier bei Mario bin ich halt nur auf seine Heldensicht gegangen bisher, weil ich die mega stark finde. Zum Beispiel hier, nach einem Zug kann er die schon wieder einsetzen. Und er hat sogar 2 Ladungen jetzt schon pro Heldensicht. Also es geht ziemlich ab mit ihm. Ich könnte halt die ganzen Skillpunkte wieder wegmachen und halt auf Movement gehen. Dass er halt länger gleiten kann oder weiter ziehen kann oder so, wenn es das hier gibt. Und dann könnte es vielleicht schon reichen, dass ich einfach in Runde 1 fertig wäre. Ich müsste halt danach dann wieder mich umskillen. Das wäre ein bisschen nervig vielleicht. Aber ich bin dann neugierig. Ich will das mal testen, ob ich das schaffen könnte, da dann in Runde 1 gleich fertig zu werden. Wartet mal.
Okay, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das jetzt funktioniert. Ich bin vor allem bei Luigi komplett auf Bewegung gegangen und bei Rabbit Luigi auch. Und bei Rebella sogar gar nicht unbedingt, weil das brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Luigi kann jetzt zum Beispiel 2-mal einen Teamsprung ausführen pro Zug und er kann auch viel, viel weiter laufen als davor. Und Rabbit Luigi auch. Ich bin mir halt nicht ganz sicher, wie das dann hier mit dem Runterspringen ist. Ich muss hoffen, dass Rabbit Luigi beim Runterspringen dann bis hierhin kommen kann und Luigi auch ungefähr. Und auch Rebella. Und die springen dann alle hier hoch. Also Rebella springt hierhin und auch Luigi. Und Luigi springt dann hier nochmal von Rebella ab und kommt dann bis zum Ziel. Bin mir nicht sicher, ob das funktioniert. Aber es könnte funktionieren. Wenn nicht, dann geht halt wieder alles schief, wie immer. Aber wir testen es mal, weil das wäre lustig, wenn es klappt. Und wir machen einfach mal. Los geht's. Wird schon. So, jetzt bin ich gespannt. So, runter. Diesen Bereich hier habe ich nur. Okay, haben die anderen da mehr? Ja, ich glaube, da haben alle gleich viel, oder? Wenn man da runter springt. Okay. Aber das könnte noch, könnte schon trotzdem funktionieren. Okay. Das heißt, Rabbit Luigi geht runter. Ja. Alle hopp. Und geht mal hier ganz an den Rand. Die anderen gehen auch alle runter. So, ich hätte vielleicht bei Rebella doch noch ein bisschen mehr machen sollen, weil ich habe bei ihr war ich zu faul, um zu skillen. Aber sie hatte eigentlich auch ganz coole Movement-Sachen, hätte ich vielleicht doch machen sollen. Aber jetzt ist zu spät. Egal. Warte mal, wer von beiden kann eigentlich jetzt länger und weiter fliegen? Ich glaube, beide kommen sogar ungefähr gleich weit. Aber ich mach mal erstmal Rebella. Luigi muss halt dann weit genug kommen. Danach noch. Der muss halt bis zu Rebella kommen. Aber das dürfte er locker schaffen, stimmt. Ja. Also, passt. Los geht's. So, so weit fliegen, wie es geht. Jetzt muss Luigi da hinterherkommen. Aber das schafft er, weil er hat nämlich dann auch eine höhere Laufreichweite, wenn er gelandet ist. Genau. Er kommt sogar jetzt schon fast hin. Und wenn er jetzt nochmal... Moment, wenn ich mit ihr auch noch weiterlaufe. Ja, easy ist das. So. Also ja, hier kann man direkt fertig werden, ohne überhaupt kämpfen zu müssen. Warum nicht? Yay. Und so viel musste man da gar nicht mal mit Movement machen. Also, ist ziemlich simpel. Yay! So kann man ein bisschen tricksen. Warum nicht? Das wäre nämlich gar nicht so einfach gewesen, gegen die ganzen Sniper da zu kämpfen. Und deswegen, warum nicht auch so machen? Ja. Okay. Einfache Lösung gefunden. Nice. Gut. So, dann mal kurz gucken. Was haben wir jetzt noch alles? Genau, hier. Da ist noch ein Spark. Ist es auch ein Kampf, ist die Frage? Oder irgendwas anderes? Bei dem hier, beim DJ. DJ Cheap Tuna. Pieptum Punker. Was für ein Ding? M-I-D-I Master? Kenne ich schon nicht. Da seht ihr mal, wie alt ich bin. Ich bin einfach so ein Boomer. Ich kenne einfach schon hier die coole Jugend-DJ-Sprache nicht. Maidai? Midi? Keine Ahnung. Casting-Kracher und Chiptune-Macher. Schlechte Neuigkeiten. Meine beiden Alben mit polychromen Taschensonetten sind verschollen. Wenn ihr abzappeln wollt, müsst ihr sie für mich finden. Mögen eure Schwingungen immer dreieckig sein. Okay, der ist auf jeden Fall komisch. So, eine wurde mir ja gezeigt. Das ist natürlich ziemlich einfach. So. Also ich muss die auch wirklich bringen. Weglaufen, weglaufen. Ich will übrigens mal erwähnen, dass ich es extrem ungünstig finde, dass X die Renntaste ist. Das ist richtig schlecht gewählt. Finde ich. Yay! So, die andere braucht er auch. Weil das heißt halt, dass ich die Kamera nicht währenddessen drehen kann. Weil ich halt meinen Daumen dann auf X habe und da kann ich die Kamera nicht drehen. Und muss halt hier eventuell blind teilweise laufen. Da hätte man lieber eine andere Taste nehmen sollen. Oder halt nur einmal X drücken für Rennen, anstatt gedrückt halten. Weil so muss ich halt dann einen komischen Claw-Grip machen, wo ich mit dem Zeigefinger auf X gehe, das mache ich jetzt gerade, und mit dem Daumen dann den rechten Stick bewege, um die Kamera noch drehen zu können. Mega umständlich und blöd, deswegen da hätte man eine bessere Taste finden sollen. Aber gut. So, ich schaue mich jetzt mal noch weiter, um ich will ja eh noch andere Missionen auch machen. Und vielleicht werde ich ja dann einfach nebenbei seine andere Platte finden. Hoffe ich mal. Mal gucken. So, genau, hier ist der Shop. Wo ist der andere? Hier ist noch das andere, genau. Da ist auch ein neuer Kampf erschienen. Der Prügelknabe und die Prinzessin. Machen wir auch mal, ja. Okay. Nehmt euch eine Auszeit, tankt ein bisschen Sonne. Ab hier übernimmt Rabbit Mario, keine Widerrede. Ist ja schön und gut, aber Finsterzeitpfützen sind mindestens so gefährlich wie Schwimmen gehen, nicht wahr? Und schwimmen sollte man niemals allein.
Prinzessin, würdest du dich an ihn drankletten? Deine Fertigkeit, Teammitglieder zu beschützen, könnte nützlich werden. Auch wenn du sie sicher nicht nötig hast, Rabbit Mario. Okay. Genau. Habe ich mir schon bei der Beschreibung gedacht, dass die beiden hier kämpfen würden. Jetzt auch nur zu zweit, oder wie? Keine drei Charaktere habe ich hier. Nur zwei. Das macht es dann schon schwieriger. So. Der Prügelknabe und die Prinzessin. Tausende Gumbas. Besiege alle. Okay. Aber ich denke mal, dass die Mission dann auch so zugeschnitten ist auf die beiden, so halbwegs. Und dass die hier beide ganz gut abgehen können. Das sind ja beides Leute, die Gegner sehr, sehr gut treffen können, wenn die eng beieinander stehen. Und das scheint hier der Fall zu sein, bei den ganzen Gumbas und dem Claudius und so. Deswegen, ich glaube, die beiden können hier gut abgehen. Bei den beiden habe ich auch den Skilltree, glaube ich, nicht verändert. Ich glaube, die haben den noch normal, einfach halt voll auf Damage getrimmt. Und das gefällt mir auch so. Und einmal die Barriere von Peach, weil ich die auch sehr stark finde. Okay, so dann Sparks. Einem von euch will ich auf jeden Fall wieder den Big Bang geben. Ich finde, der ist immer noch der Beste, so ziemlich. Und der Wasser-Dude wäre auch gut gegen Claudius. Ja, kann ich den jetzt eigentlich aufwerten? Habe ich da jetzt genügend? Ja, sehr schön. Mhm. Wunderbar. Weil Claudius ist ja schwach gegen Wasser. Ja, das ist, glaube ich, ganz gut so. Mhm. Ich komme nicht dazu, irgendwie den, den einen Gift-Spark auszutesten. Aber irgendwann werde ich das schon mal schaffen. So, dann fangen wir einfach an. Los geht's. So. Okay, Peach kann die hier gleich umtackeln. Aber nicht besiegen, dein Ernst? Okay, dann mach mal gleich den hier. Oder? Ja, das ist mir schon viel lieber, wenn ich die besiegen könnte. Obwohl andererseits, ich kann in der... Warte mal, ich kann hier im ersten Zug sowieso, glaube ich, niemanden anderen angreifen, oder? Ja, doch, hier so. Ich könnte halt auch sehr wahnsinnig spielen und mit Rabbit Mario da so in die Mitte reingehen und einfach gleich alle auf einmal platt machen. Nee. Ich spiele es ein bisschen vorsichtiger. Okay, dann mach mal Buff. Jupp. Waha! Sehr schön. Und Peach killt sie alle. So. Zack. Sehr schön. Kann sie von hier aus... Ja. Oh, sie, Alter, Peach ist ja so geil. Kann da einfach die 6 Gumbas platt machen. Das gefällt mir. Die macht auch so viel Schaden. Guck ich das mal an. Richtig krass. Ja, das machen wir doch. Rums. So, wunderbar. Okay, ich könnte sogar ihre Barriere auch noch machen. Dann könnte ich sogar vielleicht doch näher rangehen. Und mit Rabbit Mario auch noch ein bisschen Schaden reinkloppen. Nee. Nee, aber eigentlich wäre es besser, wenn Peach das macht, weil sie ja auch den Eis-Spark hat. Nee, dann mache ich, glaube ich, mit Rabbit Mario einfach gar nichts und warte mal. Ja, das war jetzt ja trotzdem schon eine gute erste Runde. Okay, passt. Weil ich glaube, da kann jetzt keiner was machen von den Gegnern. Gegen mich. Weil ich stehe ja auch gut in Deckung und so und auch die beiden kommen da nicht hin. Also ja, alles safe und die stehen jetzt alle mega eng beieinander und die sind gleich aber sowas von alle tot. Okay. So, Peach macht jetzt auf jeden Fall mal ihren Spark für mehr Damage. Mhm. Und vor allem für Wasserangriffe, was gegen Claudius effektiv ist. Und das macht dann auf ihn. Rums. Ach, der hat 1300 KP. Okay, aber trotzdem 620 Schaden. Das ist natürlich trotzdem krass. Aber nicht so viel, wie ich dachte. Ehrlich, ich dachte sogar, es würde mehr machen. Aber ich dachte auch nicht, dass der 1300 KP hätte. Ehrlich gesagt. Okay. Dann muss ich doch ein bisschen nachdenken. Das hier ist natürlich auch krass. Und das killt auch die beiden sehr, 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 sehr safe. Aber trifft auch... Aber man kann nicht schaffen, dass nicht Claudius getroffen wird. Nein. Also außer ich stehe anders. Vielleicht. Also das geht ja auch durch Barrieren durch. Genau. Ja, aber nee. So treffe ich den einen Gumba nicht. Hier so. Es ist ja auch... Auch wenn ich offen stehe, ist es eigentlich jetzt okay, glaube ich. Weil ich meine, Peach würden ja eh gleich herlocken. Claudius. Und wenn er danach dann zurücklaufen will zu Rabbit Mario, kann er ja nicht hinkommen. Also ja, das passt schon. Okay. Ja, los. Rums. Okay.
Den Konter kann ich mal trotzdem machen, weil es könnte trotzdem sein, dass der vielleicht herkommt. Wie funktioniert das nochmal, wenn er Schaden nimmt, richtig? Wenn ein Gegner mit einer Waffe angreift, wird sofort ein Gegenangriff gestartet. Okay. Mach mal, ja. Bam, bam. So, trotzdem wird Peach noch Claudius weglocken. Ist nur ein bisschen blöd, weil ich muss halt ein bisschen weiter weggehen und weiter weg macht sie halt weniger Schaden. Ja, viel weniger sogar. Und die Barriere kann ich nicht mehr machen, weil ich ja schon meinen Spark eingesetzt habe. Ich könnte dieses Ding hier... Nee, was macht das? Sparks und Techniken sofort wieder nutzbar. Nee, hab ich nicht irgendein Item, was mir eine neue Aktion gibt? Egal. Ich bin mir übrigens gar nicht sicher, was Wasser eigentlich für einen Effekt dann hat. Bei Feuer rennt man ja wie wild durch die Gegend rum. Und was hat... Sorry, das war's Mikro. Sorry. Da habe ich so viel gestikuliert, dass ich gleich das Mikro fast umgeschmissen hätte. Aber genau, ich weiß eben nicht, was Wasser für einen Effekt hat, leider. Aber Raserei übrigens manchmal noch. Das habe ich mit Rabbit Mario vergessen. Aber ist nicht so wichtig. Ich mach's mal trotzdem jetzt lieber auf Nummer sicher. Und gehe mal hier weit weg. Ja. Okay. So, hier. Also er kann auf jeden Fall nicht hinlaufen. Und selbst wenn er danach dann zu Peach hinlaufen will, kann er, glaube ich, auch nicht hinkommen. Also ich glaube, dass dann sowohl Peach als auch Rabbit Mario sicher sind, wo sie jetzt stehen. Hoffe ich zumindest. Mal gucken. Los geht's. Zack. Ja, so natürlich nicht, wenn er zurückgestoßen wird. Das wusste ich nicht. Jetzt kann er dann gleich zu Rabbit Mario hinkommen. Ja, Mann, das konnte ich ja nicht wissen. Okay. Wieder was gelernt. Sogar einen Crit hat er gemacht. Bam. Aber direkt der Konter. Ach, jetzt kann er... Alter, das ist ja so eine Scheiße. Das kann man doch im Vorfeld alles gar nicht berechnen und wissen. Jetzt durch den Konter ist er dann nochmal hergekommen und hat nochmal angreifen dürfen. Das ist ja so scheiße, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hasse es. Eieiei. So, okay, ich muss zuerst mit Peach angreifen. Weil jetzt kann ich nochmal besiegen, oder? Dann gleich. Hoffe ich mal. Wie viel KP hat er noch? 556. Ja, ich muss halt weit weggehen. Sonst trifft er mich ja. Ich meine, hier gegen so einen Claudius, da sind Peach und Rabbit Mario schon scheiße. Da ist jemand mit viel Distanz schon viel, viel besser als die beiden. Muss man sagen. Okay, aber ich habe jetzt die Barriere und deswegen, mir kann eigentlich ja gar nichts passieren. Weil der kann ja nur einmalig angreifen, der Typ. Und ich habe eine Barriere für zwei Ladungen sogar. Deswegen, der kann jetzt nichts machen gegen mich. Also, deswegen kann ich sogar doch auf die Nähe gehen, stimmt. Ja, und dann viel Schaden reindrücken. Mach mal. Los geht's. Rums. Oh, ja, nix. Oh, schade. Null Schaden. Mhm. So, und Rabbit Mario kann ihn wahrscheinlich nicht besiegen. Mit einem Crit. Zu 10%. ja, ich greife einfach von hier aus auch an. Ist ja alles safe. Zack. Okay, kein Crit. Bam. Ach so, ich habe wieder was nicht bedacht. Das ist ja ein Flächenangriff von ihm. Deswegen wurde jetzt Peach auch getroffen. Deswegen hat Peach jetzt keine Ladung mehr. Rabbit Mario schon noch, aber Peach nicht mehr. Das heißt, Peach wird gleich getroffen. Na gut. Autsch. Eieiei. So, zack, stirb. Okay. Ja, ich habe mich auch wieder nicht so gut angestellt. Weil aber auch ein paar Sachen schwierig sind im Vorfeld schon zu bedenken, finde ich. Aber ja, es war trotzdem nicht perfekt. Aber es ist auf jeden Fall auch so, dass gegen Claudius Rabbit Mario und Peach nicht so gut sind. Da sind andere Charaktere, die mehr Reichweite haben, viel, viel besser. Weil die beiden werden halt dann fast immer gekontert von ihm. Und das ist schon ein bisschen kacke. Ja. Gut. So. Genau, hier ist übrigens noch ein bisschen Cash. So. Ahahaha. Ist eigentlich jetzt irgendwas Neues, wenn ich in die Häuser reingehe? Ich war ja schon mal überall drin, aber nicht jetzt, seitdem es hell geworden ist. Ich mach's mal kurz und schau mal nochmal, ob da irgendwo was drin war. Was Besonderes, vor allem jetzt, wo es hell ist. Und wenn ich irgendwas Cooles finde, dann zeige ich es euch. Zum Beispiel direkt hier.
Verloren! Ihr seid verloren! 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 Keine Gutscheine! Ihr seid verloren, wenn ihre Stadt, Madame Vastrellas Dimensionsdrift-Touren eine andere Portalkette wählt. Wenn das Abenteuer ihre sucht, erwarten euch jenseits des Portals kolossale Kämpfe. Wählt euer Team mit Bedacht. Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Schließe Vastrellas Portal-Herausforderung ab. Okay. Seid ihr sicher, dass ihr im Dimensionsdrift an einer Kampfexpedition teilnehmen möchtet? Ich hafte nicht für die Folgen. Okay, das sind nochmal extra Challenges oder wie, die auch ziemlich schwierig sind, schätze ich mal. Werde ich dann, glaube ich, nicht mehr in diesem Part machen. Aber wir können schon mal gucken, was uns hier erwartet und dann im nächsten Part damit anfangen. Okay. Viele Claudiusse. Besiege alle. Okay, 15 Stück. Aber natürlich auch einige Gumbas. Aber auch hier die Feuergegner. Da oben sogar auch. Noch mehr Gumbas. Ja, das sind schon einige Gegner. Okay. Hier will ich auf jeden Fall Luigi dabei haben. Bei so einer großen Map. Okay. Das wird, glaube ich, ziemlich kompliziert. Vor allem, weil meine Charaktere halt noch geschwächt sind. Jetzt könnte ich vielleicht doch mal Geld ausgeben. Für Heilung. Ich meine, Luigi ist ja voll geheilt sogar. Den will ich ja hier auf jeden Fall mitnehmen. Rabbit Peach halt auch zum Heilen wahrscheinlich. Und halt dann noch... Nee, dann brauche ich glaube ich nicht die Heilung hier. Nee. Wer braucht es schon? Ich will mich nicht mit Münzen heilen. Das ist lame. Okay, aber dann würde ich erstmal sagen, was ist hier für diesen Part von Let's Play Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Beim nächsten Mal werden wir dann diese Mission hier versuchen mit Rabbit Peach, Luigi und Peach. Mal gucken, ob das halbwegs klappen wird. Vor allem Luigi wird halt abgehen müssen. Der hat auch den Wasserspark und kann mit dem dann die ganzen Gegner, die gegen Wasser geschwächt sind, mega gut von oben wegsnipen und hoffentlich ultra viel Schaden reindrücken. Das ist so mein Plan. Und ich hoffe, dass der halbwegs funktionieren wird. Die anderen sind eher so zum Support da und wird eigentlich fast alles Luigi machen, gefühlt. Und ob das aufgehen wird, der Plan, bin ich mir nicht sicher. Beim nächsten Mal werden wir es herausfinden. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.